So, hallo, hallo. Guten Tag, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, bei euch geht es jetzt alles und ihr versteht mich gut. Also, genau, ich gucke das jetzt nochmal kurz. Genau, live im richtigen Channel. Genau, so. Also, ich hoffe. Ihr versteht mich auch gut, ich habe das gerade nochmal So, getestet. Hallo, hallo. So, genau. Das will ich nicht sehen. Das will ich sehen. So. Genau. Also, ich bin Felix und heute geht's, mache ich einen Online-Workshop, nämlich zum Thema Lochkamera. Genau. Also. Genau, wegen den derzeitigen Corona-Restriktionen finden ja derzeit die Workshops alle online statt und so weiter. Und genau, sonst finden ja immer bei uns im Lab statt, aber derzeit die Hochschule nur für Mitarbeiter und so, offen ist und es besondere Regelungen gibt, findet das alles online statt, jeden Mittwoch. Und genau, und heute machen wir eine Stunde lang den Workshop. Ich habe euch ja eine Mail geschickt. Diejenigen, die schon sich vorher bei Kinderling angemeldet haben. Und genau, also ihr könnt gerne was in den Chat reinschreiben. Ich habe den hierbei offen. Wenn ihr mich Fragen habt oder irgendwas nicht passt oder falls ich zu schnell spreche oder was weiß ich, dann einfach schreiben, alles kein Problem. Genau, also nochmal zu meiner Person. Ich bin der Felix. Ich bin studentische Hilfskraft im WinLab und ich kümmere mich eigentlich um die Betreuung der User am Open Lab Day und mache auch wie heute Workshops und ich bin auch noch für den Green Space zuständig. Genau. Und was ist das WinLab überhaupt? Das WinLab ist ein Makerspace, sogenannter Fab Lab. Und uns gibt es seit 2014. Wir sind Teil der Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung. Genau. Und wir sind Wildau ansässig. Wir sind da im Haus 17. Falls euch Wildau nichts sagt, wir sind, das ist so am Rand von Berlin, ein bisschen so 30 Kilometer, 20 Kilometer weit weg, ich weiß, also vom Zentrum her ungefähr, bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher und genau, direkt an der A10 und ja, und wir sind da halt als Makerspace vertreten und da kann jeder, wer möchte, hinkommen und forschen, basteln, also wir sind wie so eine offene Werkstatt, aber in Bezug auf neuere Technologien, also 3D-Drucker, Lasercutter und so weiter. Wir haben auch PCs da mit der aktuellen Software und wo ist es weg? Genau. Also ihr braucht da, falls ihr zu Hause nicht so einen guten PC habt, dann könnt ihr da immer bei uns das machen. Ihr könnt online uns erreichen über Instagram. Das empfehle ich euch sowieso. Dann seid ihr immer up to date, wenn irgendwas ist. Beispielsweise Workshop, wir machen nochmal so Vorankündigungen. Und da wird nochmal kurz gesagt, ja, um was geht's heute? Falls es, damit er vorher weiß, ja, ist das was für mich, ist das was nicht für mich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, immer reinzuschauen, auch wenn das, man meint, Blender, interessiert mich eigentlich nicht, oder Scratch. Aber eigentlich sind das mal ganz interessante Sachen und das, wir machen ja immer Basic Level, also wir fangen ja nicht gleich hochtrabend an und erklären, wie man das kleine Fitzel professionell macht. Wir wollen ja das für jeden zugänglich machen. Wir sind ja selbst nur Amateur, Anfänger sozusagen, wir sind ja selbst, wir lesen uns ja selbst und so da rein und genau. So. Und verfolgt auch, wie schon gesagt, Instagram, damit ihr zu den nächsten Workshops dabei seid. Genau. Am Ende sage ich auch noch, welche demnächst folgen. So. Mache ich das mal. Genau, ihr seht schon mal gleich meinen Desktop. So. Das kann ich schon wegpacken, ist ja schon angefangen. So, heute machen wir eine Lochkamera. So. Vielleicht haben es viele noch nicht mal gehört, was eine Lochkamera ist. Eine Lochkamera ist eigentlich eine Box oder kann jedes Objekt sein, was lichtmäßig abgeriegelt ist, wo unten auf der Seite eine Öffnung ist mit einer vordefinierten Blende und hinten eine matte Scheibe oder ein mattes Objekt. Genau, und so eine Lochkamera, ich kann dir mal eine zeigen. In der Kamera.
Das kann zum Beispiel so eine Dose sein. Also nee, keine Dose, das ist ja ein Einmachglas. Und da ist vorne einfach nur so eine Öffnung ran mit Aluminiumpapier. Man kann auch normales Papier nehmen. Und hinten habe ich an der Glasrückseite eine Folie dran gemacht. Und an der Folie, da kann das Licht absorbiert werden. Da, weil das Licht ist ja, braucht ja irgendwas, wo es absorbiert wird, sonst kann man es ja nicht sehen. Man kann ja auch nicht so einen Strahl, wenn er einem vorbeifliegt, kann man den ja auch nicht sehen. Und genau. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Ich fange erstmal mit. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, nur eine kleine. Genau. So, genau. Ja, oh, das sieht man nicht so richtig. Ich muss mal kurz zur Seite. So, ich bewege mich mal hier oben hin. So, genau. Ich fange an mit der ersten Fotografie der Welt. Vielleicht hatte ich schon mal einer gesehen, vielleicht auch jemand nicht. Also, so fing halt alles an. Mit so einem Schwarz-Weiß-Dingsbums. Ne? So ein bisschen Schwarz-Weiß. Man kann ein Haus erkennen oder so. Und genau, Es war Mitte des 18. Jahrhunderts. Das war Joseph Nissoforeni Nipsie. Ich glaube, er heißt so. Wird so ausgesprochen, genau. Und jedenfalls der Titel ist Blick aus dem Arbeitszimmer. Und er hat sich selbst so mit Fotografie und so weiter beschäftigt und mit Kamera Obscuras, also Lochkameras. Und da hat er dieses Bild gemacht. Das war so eine Zinnplatte, darauf ist einfach Lavendelöl gelöst mit Naturasphalt, also wie Asphalt von der Straße. Also dieses, wenn die Sonne halt drauf scheint, diese Fugen da, das ist ja auch so wie so ein Teer ein bisschen, ne? Und das hat er 8 Stunden entwickelt. War also ziemlich groß, 20 mal 25 cm. Und danach hat er das mit Petroleum abgewischen und dadurch ist das Bild entstanden. Und genau, 8 Stunden ist erstaunlich, dass das so funktioniert hat. Genau. Und so sieht die eigentlich aus. Ja, also das war das Ergebnis. Das ist das Nachbearbeitete. So sieht die eigentlich an sich aus. Also man sieht da auch kaum Sachen. Wie gesagt, das ist Lavendelöl mit ein bisschen Asphalt. Da ist halt auch nicht so viel, was da reagieren kann. Genau, das ist die nachbearbeitete Variante. So. Genau. Und ja, dann ging das halt immer weiter. Dann ist man, Fotografie war bis dahin ja nur so eine Sache für reiche Leute, irgendwelche Künstler. Also nichts für jedermann. Dann hat das halt, dann war man halt erst bei diesen Sachen mit Asphalt. Ne? Das ist ja alles Forschungs gewesen. Man hat doch damals mit Uranoxid und sowas oben experimentiert und Dagui-Platten. Das fing dann an, das war dann auch am weit verbreitetsten. Das ist auch so eine Zinnplatte gewesen, die wurde mit Quecksilber bedampft und dann belichtet und dann, glaube ich, auch so eine Jodlösung entwickelt. Und genau. Und das gab halt dann diesen Fotografen, da ist man hingegangen mit seiner Familie, hat ein Foto gemacht und das war's. Genau. Also wie, als wäre man, würde man gemalt werden. Das war auch schon ziemlich anstrengend, so, ne? Also so ein Bild zu machen und nicht ganz ungefährlich. Wie gesagt, Quecksilber, da war noch, dann gab es auch die Fotografenkrankheit, also so eine Berufskrankheit durch die Gifte. Genau. Dann kam man zur nächsten Variante, das war die Collodium-Nassplatte. Da wurden Glasplatten mit Schießbaumwolle, die in Ether gelöst ist, bestrichen und das kam in Silberbad. Alles im Dunkeln natürlich. Und danach hat man so 3 Minuten, wo man die belichten kann. Das Belichten hat auch ziemlich lange gedauert. Die hat umgerechnet so ein ISO von 5, also ein ASA besser gesagt. Wenn ihr schon mal eine normale Kamera hattet, habt ihr den ISO, normal ISO 200, wenn die Sonne gut scheint und so weiter. Und beim Film spricht man einfach von ASA oder DIN. DIN ist ein Grad angegeben. Genau, und das beschreibt die Filmempfindlichkeit. Wie empfindlich der Film ist, ich kann es ja mal zeigen. Hier habe ich so einen Film. Ein 35 mm Film, werden wahrscheinlich auch noch viele von euch kennen. Der hat 100 ISO und 21 DIN. Das ist das scharf, genau, wo ISO steht, und dahinter slash 21 DIN. Genau, aber DIN ist so in der Vergangenheit. Also auf Filmdosen schreibt man das heute noch drauf, aber eigentlich ist ISO so die Umgangssprache. Genau. Und das war halt, man musste halt immer mobil sein mit der Nassplatte, das ist eine Riesensauerei. Und war auch nicht für jeden reich. Also konnte auch nicht jeder machen. Niemand hatte so eine Kamera zu Hause.
Zu der Kamera sage ich auch noch was. Und genau, und bei viel Silbernitrat braucht man halt Salpetersäure und ganz viel Silber. Also für 100 Milliliter Silbernitratlösung braucht man 50 Gramm Silber. Und das reicht gar nicht mal so viele Glasplatten zu beschichten, weil die sind noch ziemlich groß. Dann hast du eins, das wird nichts. Also das war schon nicht für jedermann. Genau, ich mache das mal hier weg. Genau. Und diese Glasplatten, die wurden. Wo kamen die rein jetzt? Also die kamen in normalen Lochkameras, in Camera Obscuras. Also die zeigt erstmal, was das eigentlich ist. Hier haben wir so ein bisschen Papier und einen Stift. Also Camera Obscura ist eigentlich, wir haben eine Box. Ich nehme jetzt mal eine Box. Oder halt ein Einmachglas. Irgendwas, was halt blickdicht ist. Und dann haben wir vorne eine kleine Öffnung. Die Öffnung ist wirklich sehr klein. Also wie ihr seht, die ist schon sehr groß. Also man hat eigentlich so eine Blende von 100 oder 98. Also sehr, sehr klein wie eine Nadel. Und da kommt auch sehr wenig Licht durch. Und wenn wir jetzt hier ein Objekt haben, haben wir jetzt mal ein Strichmännchen. Genau. Und von dem Objekt gehen ja die ganze Zeit Lichtstrahlen weg, ne? Es werden Lichtstrahlen treffen, das Strichmännchen, und die werden wieder reflektiert. Und diese kommen durch das Loch, Linse kann man es ja nicht nennen, treffen dort ein und werden halt da durch das Loch gespiegelt. So, und dadurch entsteht hier hinten das Strichmännchen auf dem Kopf. Wie wenn ihr mal Biologie in der Schule hattet, hattet ihr wahrscheinlich alle, wie beim Menschen, ne? Das ist ja eigentlich auf der Netzhaut auch gespiegelt und das Gehirn dreht es einfach nur um. Und hinten ist halt eine Mattscheibe. Halt irgendwas, was so durchlässig ist, dass es noch Licht durchkommt und das auffängt. Also wenn das jetzt eine schwarze Fläche wäre, würde man nichts sehen. Ein dickes Stück Papier auch nicht. Das muss halt eine Mattscheibe sein. Ich zeig mal so eine Mattscheibe. Ich habe hier sogar so eine Kamera. Das ist eine Großformatkamera und die war für Glasplatten. Das war nämlich der nächste Step in der Geschichte, dass man nämlich von der Conodium-Nassplatte auf Trockenplatten, also Platten mit einer Fotogelatine, also Gelatine mit Silberionen, Silbersalzen. Ich habe sogar eine hier parat. Das ist so ein Ding, das kann man heute noch kaufen. Das ist Fotoemulsion und es hat Gelatine mit verschiedenen Silbersalzen und dann noch mit Fungiziden und sowas und Pestiziden, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Und das wird halt warm gemacht und wurde auf die Glasplatten bestrichen. Das war halt eine ganz große Firma, war zum Beispiel Agfa, die gibt es heute gar nicht mehr. Und genau. Und die hatten halt auch eine ISO von 12. Und damit war aber erst möglich, dass jeder konnte die kaufen. Da waren so 12 Packungen in der Box drin. Und die hatten halt ein Format von 9 x 12 cm. Und da waren halt diese Kameras für jedermann zu haben. Damit konnte man sehr gute Fotos machen. Das ist so eine Box, die kann ich hier aufmachen. Ich kann das hier so ausklappen. Ich kann das so rausziehen. Genau, und dann kann ich das sogar hier fokussieren. Da sieht man es ja. Genau. Und wie ihr schon seht, ist das hier, habt ihr die Lochkamera, die Kamera Obscura. Und so eine Kamera Obscura wurde auch, die ist uralt, die gibt es glaube ich schon seit dem 17. Jahrhundert oder 18., ich weiß gar nicht, was es genau war. Und jedenfalls, da hat man die vor allem, haben die Maler verwendet. Ne? Man konnte halt, weil das so schön gespiegelt war, und na, ums Spiegeln ging es eigentlich nicht. Es ging darum, eine Szenerie definiert auf einer Fläche zu haben, dass man schon mal, dass ich sich sehr gut vorstellen kann. Das sogenannte, das von der Mattscheibe aufmalen kann. Und da war so der Anfang von der Kamera Obscura. So. Genau. Und hier passiert das gleich. Es wird Licht trifft durch die Linse ein. Hier ist es halt eine richtige Linse. Ich kann die mal aufmachen. Ich mache hier hinten mal den Scheibe auf. Und dann, jetzt ist offen. Jetzt ist so. Und hier unten kann ich die Blende einstellen. Genau. Das wäre so lochkameramäßig und das ist ziemlich weit. Eine Blende von 4,5. Hat sogar einen mechanischen Timer dran, das ist eigentlich total interessant und der geht sogar noch, obwohl die schon von 1930 ist oder so.
Und der hat man auch noch so einen gegen Lichteinfall von der Seite, dann hier oben einen Sucher mit einer Wasseruhr und man kann die auch tilten, also hoch und runter machen. Das geht ja mit normalen Kameras nicht, mit Spezialobjektiven. So kann man zum Beispiel, wenn man Gebäude fotografiert, ne, von unten, dann ist es halt immer so, dass man, wenn man winkelt zu den Gebäuden steht, dass die Linien dann sich verziehen und die sozusagen aufeinander zulaufen, obwohl die ja gerade sind. Und das macht man, indem die Kamera halt gerade bleibt, nicht nach oben geneigt wird, damit man das Dach aufkriegt vom Gebäude, sondern wird einfach die Linse nach oben bewegt und der Abstand zum Gebäude erhöht. Und so hat man wirklich keine optische Fehleinbildung davon. Genau. Und hier hinten haben wir die Mattscheibe. Die kann ich auch rausnehmen. Genau. So eine Scheibe, die wird halt geschliffen. Erst mit grobem Sandpapier und nochmal feiner. Und dann hat man halt so ein Milchglas, ne? Und die wird halt hier hinten eingesetzt. Und so sieht das eigentlich aus. Wirklich nur so ein Balk, der halt vor Lichteinflüssen schützt. Man könnte es auch so machen, aber durch das Licht, was an der Seite eintreffen würde, würde man nur einen ganz kleinen Punkt sehen. So, jetzt mache ich das wieder rein, dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. So, mache ich mal hier die Blende auf. Genau. Und ja, wie sieht es ein bisschen? Also, ihr seht hier meine Hand. Genau, und das könnte ich noch scharf stellen. Na, jetzt scharf. Und jetzt, man sieht ordentlich meine Hand. Und das ist jetzt noch ein bisschen hell, weil halt, und so undeutlich, weil halt so viel Licht da ist. Und deswegen haben die sich immer hinter diesen Kapuzen versteckt. Gegen die ab mit so einer Dunkelmatte. Weil sonst hat man halt nichts gesehen bei helligsten Tag. Genau. Und sowas ähnliches basteln wir heute auch. Und das war ursprünglich für Trockenplatten konfektioniert, aber die gibt es heute gar nicht mehr. Also die gibt es nur noch speziell zu kaufen und dann nur auf Bestellung. Deswegen macht man die selbst oder man nimmt einfach Planfilm, also die Gelatine auf einem normalen Film, auf so einem Polyethylen-Plastikfilm ist das. Vorher war es Zellulit, habe ich auch was hier. Eine alte 8 mm Schmalfilmrolle, das ist glaube ich so ein Film von Dick und Doof. Und genau, Zellulit war auch so was ähnliches wie Schießbaumwolle. Und das Problem ist, das Zeug versetzt sich halt ziemlich schnell und ist halt sehr entflammbar und verbrennt auch und explodiert auch so richtig. Und deswegen ist das für die Lagerung problematisch. Und da sind in Frankreich ist da mal, glaube ich, eine ganz große in Archiven Brand gegangen und so weiter. Und so ein Kino, wenn da halt ein Kino früher gebrannt hat, war das halt wegen dem Film. Ist das halt so wirklich, hat das krass gebrannt und da hat man auch so, musste man sehr viel beschichten. Ich weiß gar nicht, früher, da haben auch die Kinos ja auch so dolle gestunken, nach so Chemiezeugs und nach so Anti, nach Brom halt. Das hat man als Anti-Flammmittel genommen. Das nimmt man heute noch für Platin manchmal, aber es geht davon, dass man weggegangen, weil Brom ist halt umweltschädlich. Genau. Und ja, und da hat man halt diese Dinger hier eingeschoben. Genau. Und ja, jetzt komme ich mal zu der eigentlichen Lochkamera. Und ich habe euch schon geschrieben, ihr sollt euch so ein bisschen was aus Müll zusammensuchen. So ein bisschen Pappe, Papier oder halt ein Einmachglas. Genau. Und dass wir mal selbst was basteln. Also ich bin mir ziemlich sicher, niemand von euch hat wahrscheinlich so ein Fotogelatine zu Hause oder sowas. Aber man kann dadurch schon mal einen Einblick gelangen, wie das funktioniert und so weiter. Mit der Optik, mit der Fokuslänge. Ne? Wir haben ja hier, die Fokuslänge ist einmal der Abstand von Eintrittsöffnung und der Mattscheibe und der Blende. Genau, und da kann man auch sein Handy dahinter halten. Das macht auch einen cooler Effekt. Das sieht man auch auf Instagram, dass dann welche mit die Lochkameras ist mit den Handys wieder abfotografieren. Und deswegen, das ist halt heutzutage eigentlich ein Trend. Das hat so den Namen Lomography bekommen.
geht's halt so um, dass es mit Absicht das Bild halt so, die Fotos sind ja ziemlich abgespaced aus und so cool und so verwackelt und so, die Farben hauen nicht hin und das ist richtig im Trend. Und genau, jetzt fange ich mal an. Ich habe hier so einen Karton. Ich hole den mal von der Seite. Jetzt wird das hier raus. Das mal auf zur Seite. Genau, ich habe so einen Karton. Ne? So eine große will ich jetzt nicht bauen, so eine große Kamera. Deswegen mache ich die so ein bisschen kleiner. Genau, nehme ich einfach mal so ein Messer oder eine Schere und schneide mir da mal ein paar Stücke ab, damit ich da ein damit ich daraus einen kleinen Kasten basteln kann. Und wir brauchen eigentlich nur 5 Seiten, weil die letzte bleibt ja sowieso frei. Da machen wir ein Stück Papier hin oder ein Stück Plastikfolie oder Backpapier, ist eigentlich egal. Genau, schneide ich mal was raus. Genau, und ihr könnt jetzt einfach alles nehmen. Ihr könnt auch mal aufstehen und dann nehmt ihr euch irgendwas aus der Wohnung. Eine Dose geht natürlich auch, eine Einmacht, normale Alu-Dose. Die ist sogar blickdicht. Also, wenn ihr jetzt Karton habt, der nicht so dick ist, scheint natürlich das Licht von der Seite durch. Und das habt ihr bei so einer Aluminiumdose halt nicht. So, stand ich das schon raus. So. Genau, haben wir schon mal ein Stück. Und da gucke ich jetzt mal, wie viel können wir daraus machen? Vorsichtsabbrechlich. Ich könnte die so hier teilen. Dann hätten wir eine gute. Genau, dann hätten wir eine gute Größe. Bräuchte ich nur was für vorne. Nämlich dann Papier. Und hinten halt wieder eine Plastikfolie. Also ich mache das gerne mit einer Plastikfolie hinten als Matscheibe, weil ist halt schon so leicht rau und das macht sich ganz gut. Wer es richtig machen möchte, der holt sich so eine Acrylglasplatte und schleift die mit einem Nassschleifband. Also das ist so Papier. Schleifpapier, was man nass macht. Das ist nämlich ganz fein, das hat so eine Körnungsgröße von 2000, fängt es an. Und dann kann man mal kleiner gehen. Und wenn man das richtig krass macht, dann nimmt man sich eine richtige Glasscheibe, macht das mit einer Glasscheibe. Gleiches Prinzip, dann kann man sich noch so Schleifsand holen. Genau, und so hat man auch früher die Linsen geschnitten, geschliffen. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Und das Ziel ist bei so den Linsen, wenn man die schleift, oder heutzutage, wenn man die herstellt, dass die halt die Farb, dass keine Farbsäume auftreten, dass es möglichst apochromatisch ist. Also die meisten Objektive sind Achromaten, das heißt mindestens zwei Säume treffen miteinander, zum Beispiel Rot und Grün, weil jedes Licht hat seine eigene Wellenlänge und deswegen treffen die auch irgendwo anders auf. So, wenn man jetzt, ich mal das mal auf. Oh ja, ach stimmt, ist ja Edding. Das drückt ein bisschen durch. Wir müssen ein Objektiv haben. Mit einer Linse drin. Ich muss noch einen Stift, das hat mich durchgedrückt hier. Ich mal den hier. Genau, wenn wir jetzt eine Linse haben, die ist ja so ein bisschen oval. Genau. Und hier hinten ist halt der Brennpunkt. Dann treffen die, haben wir hier die Linie, treffen halt die Lichtstrahlen so ein. Und die treffen halt überall woanders auf. Hier haben wir Beispiel Grün, das kommt hier hin. Blau. Nice. Der trifft dann irgendwann hier. Und Rot
Irgendwo hier vorne. Mit der längsten Wellenlänge. Und das sorgt dafür, dass die Farben halt nicht ganz rein sind. Dass die halt so ausflaumen am Rand. Wenn ihr das kennt. Chromatische Aberration heißt das. Und genau, und das hat man. Deswegen gibt es Apochromaten, die sind noch ziemlich teuer. Da sind ganz viele Linsen mit so einem Kit dazwischen, dass halt das nicht passiert. Und bei Apochromaten gibt es auch bei Mikroskopen und bei Teleskopen. Carl Zeiss war da ja so ein ganz bekannter. Genau, und als Linse könnte man theoretisch auch Spiegel verwenden, weil Spiegel vergrößern und verkleinern ja auch. Das ist so die Zukunft von Mikroskopen, Spiegelmikroskope halt. Weil da, bei den Mikroskopen ist spätestens nach einer halben Wellenlänge Schluss. Dann geht es nicht mehr weiter und dann musste man halt mit anderen Darstellungsmöglichkeiten weitermachen. Genau. So, jetzt habe ich ja meine vier Seiten. Und jetzt klebe ich die aneinander. Nicht mal so ein bisschen Gewebeklebeband, ihr könnt auch normales nehmen, aber das macht sich immer sehr gut. So. Gucken, wie viele Zuschauer schon da sind. Genau, kleben wir das zusammen. Einfach so nebeneinander legen, dann kann man das gut aneinander kleben. So, genau. Das gleiche mache ich noch hier. Es ist auch eigentlich egal, wie lang die sind. Also, ihr müsst euch jetzt hier nicht Gedanken machen mit dem Fokus und dem Brennpunkt. Das ist hier das Coole an so einer Lochkamera. Das passiert alles automatisch, sage ich mal. Und je nachdem, wie ihr das macht, habt ihr halt ein schöneres Bild oder halt ein schlechteres Bild. Also ihr könnt auch ausprobieren. Dann macht ihr mal eine, die ist ein bisschen größer, eine ein bisschen kleiner. So. Genau, muss ich noch hier einmal rummachen. So, genau, was Vorteil ist an diesem Gewebeband, das ist ziemlich blickdicht. So, das war's. Nee, da fehlt noch was. Nämlich vorne die Eintrittsöffnung. Nehme ich jetzt mal ein Stück Aluminiumfolie, das ist ja schön lichtundurchlässig. So, mache ich den hier drauf. So, ein bisschen darauf achten, dass sie ein bisschen straff aus ist. So. So. Genau. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Muss man später gucken, ob das rausreicht und ob das richtig ist. Genau. So, jetzt brauchen wir noch hinten unsere Mattscheibe. Unser Filter sozusagen, wo das Licht halt absorbiert wird. Nämlich jetzt so ein Stück Plastikfolie. Weil ihr könnt auch Backpapier nehmen. Gucken, vielleicht geht das mit Gummi. Ah ne, ich mach's aber doch mit jemand. So. Dann mach ich's so hier fest. So, der Seite.
So. Genau. So, das haben wir schon mal. Das haben wir eigentlich alles. Wir haben schon mal das Gehäuse. Jetzt brauchen wir noch das Loch, die Blende. Und um die zu machen, nimmt ihr am besten eine Nadel. Eine Stecknadel. Hier. Und versucht so weit wie möglich in der Mitte ein Loch zu machen. Dann guck ich mal. So genau. So, dass es halt auch nicht einreißt. Das ist ganz klein, man sieht es eigentlich gar nicht hier. Und das Loch wird jetzt, glaube ich, zu klein sein. Das Licht scheint gerade ein bisschen doller. Genau, das Licht kommt von hinten. Und genau. Und da müsst ihr gucken, also ihr nehmt immer die Box, eure Kamera, eure Lochkamera, und guckt halt immer so gegen ein Objekt, am besten gegen das Fenster. Hält alles zu. Und dann guckt ihr halt, ob ihr was erkennt. Und weil das Auge halt jetzt nicht so lichtauffähig ist, dass es da was erkennt, müsst ihr dann halt die Blende größer machen. Steckt ihr also die Nadel wieder rein und macht das Loch ein wenig größer. Ich mache das mal sehr, sehr groß. So. Dann guckt ihr wieder. Ah, das ist schon besser. Ah, man kennt es leider nicht, weil nicht so viel Licht ist. Aber das reicht schon aus. Wenn man dagegen hält, erkenne ich das Fenster. Und dann müsst ihr auch ein bisschen gucken, dass es auch rund ist. Oh, es ist sehr groß, das Loch ist leider eingerissen. Es ist nicht ein großes Loch. Aber es funktioniert auch. Aber es ist halt sehr unscharf. Na, ihr kennt es sogar so ein bisschen. Weil es halt ist ja eine riesen Blende. Und das so. Ist ja so, wenn man ein Foto macht, die Blende ist. Die Blendenzahl ist sehr klein. Also das Loch ist sehr groß, die Eintrittsöffnung. Dann wird der Hintergrund sehr unscharf. Und wird es auch sehr schwierig, den genauen Punkt zu treffen. Deswegen ist immer Mitte-Ding. So Blende 8 ist immer am besten. Genau. Genau, das war's eigentlich. So, wenn ihr jetzt zufällig auch Fotoimmersion zu Hause habt, dann könntet ihr in der Dunkelkammer eine schöne Holzscheibe nehmen. Die Holzscheibe dann mit Gelatine vorher beschichten und dann die Foliengelatine drauf machen. Mit einem Pinsel. Und dann könnte man das in dunklen hier dran kleben, nicht dicht. Die Lichtöffnung zukleben, nach draußen gehen, sich ein Objekt suchen und versuchen, dann nimmt man das vorne wieder die Objektiv, die Lochabdeckung ab, macht eine kurze Belichtung mit so 3 Sekunden, versucht das Schütze halt, macht wieder zu und dann entwickelt man das. Und das könnte man auch zum Beispiel mit Kaffee entwickeln. Also man macht das ja mit verschiedenen Chemikalien. So die meistvertretenste ist Hydrochinon. Oder halt 4-Aminophenol, ist als Rhodinal bekannt, das hat Orvo damals eingeführt. Genau. Und das ist halt für Schwarz-Weiß-Filme. Also Bildbeispiel. Das hier ist auch ein Schwarz-Weiß-Film. So, und Farbfilme, die werden in anderen Verfahren entwickelt, da braucht man nämlich mehr Chemikalien. Bei Schwarz-Weiß-Entwicklung reicht es eigentlich, hat man nur drei, nämlich den, was hat man da? Den Entwickler, das Stoppbad und dann den Fixierer. Beim Entwicklungsbad werden die unbelichteten, genau, werden die unbelichteten Silberionen raus gewaschen, weil das belichtete Bild halt kristallisiert halt, dann hat man das negativ. Dann wird das gestoppt, das ist halt, da kommt das Stoppbad, das ist eine Säure, Zitronensäure so ein bisschen, also ist es nicht aggressiv. Also es beendet aber die Entwicklungs Dauer und den Prozess auf einmal und danach wird es fixiert und beim Fixieren werden entsteht halt das Silber. Genau. Und bei dem Farbprozess, da ist CM40, hat man mehrere Chemikalien, ich zeig das mal. Also das sind sehr, sehr viele. Hier haben wir 3 Fläschchen, hier sind auch 3 Fläschchen. Das braucht man halt alles, um das zu entwickeln. Da hat man halt noch mehr Bad, da hat man Stabilisierungsbad und so weiter. Also wenn ihr das mit Farben macht und ihr Anfänger seid, würde ich euch empfehlen, das halt irgendwo abzugeben, wo man halt noch Filme entwickeln kann. Genau. Aber spätestens wenn er solche Planfilmgeschichte macht, wird das halt ziemlich schwierig. Dann müsst ihr halt wirklich zum Fotofachgeschäft oder halt euch selbst dran versuchen. Genau. Und ich habe auch hier noch eine
Alte, normale 35 mm Kamera, eine Messsucherkamera, das ist so eine Fake-Leica, sag ich mal, aus der Sowjetunion. Genau. Da hat man mit so einem Messsucher, stellt man das Bild halt scharf und hinten ist halt ein 35 mm Film. Und der Sinn vom Film, ne, also Film ist ja eigentlich so ziemlich mit in die Vergessenheit geraten und heutzutage fotografieren ja alle digital. Aber die Idee ist, warum man heute noch analog filmt oder halt Fotos macht, ist halt, dass das Bild halt ganz anders ist. Na, man hat halt als erstes, wenn man halt mit dem Film rausgeht, da hat man halt eine begrenzte Anzahl, eigentlich 36 Fotos. Wenn man einen alten Film hat, dann 21. Und dann sucht man sich halt die Motive ganz anders aus. Wenn das viel bewusster war, man denkt sich, ist das wichtig? Und dadurch hat das halt eine ganz andere Bedeutsamkeit. Ne? Und das merkt man auch, wenn man halt jetzt ein digital fotografiert, wird man sich nicht an jedes Foto erinnern, aber wenn man selber Fotos schießt, analoge Fotos und sich selbst entwickelt, erinnert man sich später sich an jedes Foto, was man geschossen hat. Man weiß da Details, welche Blende, welche Belichtung es hat, das merkt man sich dann einfach. Und das hat halt sowas Magisches, vor allem das Entwickeln. Das Entwickeln macht mit mehr Spaß als das Fotografieren, weil da kann man auch noch sehr viel seine eigenen Nuancen machen, wie man die Chemikalien mischt, man kann auch selbst das ausprobieren. Und dadurch hat man halt auch den Aspekt, dass man jedes Foto ist halt ein Unikat. So. Also jeder Film wird anders sein, jede Chemikalie. Genau, und heutzutage tun ja auch noch viele Filmemacher auch noch Filme drehen, weil halt das Bild halt ganz anders ist. Ne? Dieses kommt auf an, welche Aser man hat. Ist das Bild halt körniger, desto empfindlicher der Film, desto körniger das Bild, weil die Kristalle sind halt größer. Und genau, wenn man jetzt so einen Film hat mit ASA 5, würde ja ganz klar sein, also ganz detailliert, aber man hätte halt sehr lange Belichtungszeiten, man bräuchte sehr viel Licht. Und bei so einem Film mit 3600 ASA, der braucht ganz kurze Belichtungszeiten und ist aber dafür nicht so feinkörnig. Und genau. Und heutzutage, was man schon damals gemacht, kann man halt auch noch die Empfindlichkeit nach oben pushen oder pullen. Pullen heißt, ich tue jetzt einen 200er ISO-Film wie ein 100er ISO belichten, aber dadurch verändern sich die Entwicklungszeiten. Beispiel, wenn ich den pulle, also nie, weniger belichte, nee, mehr belichte, genau, dann braucht er nicht so lange zum Entwickeln und umgedreht beim Pushen. Wenn ich beispielsweise einen ISO 400 Film auf ISO 3600 pushe, dann braucht der mit fünfmal so längere Entwicklungszeit. Ja. Aber da gibt es ganz viel im Internet. Also es ist ja immer noch eine aktive Community. Das ist ja nicht komplett ausgestorben, nur halt in den normalen Consumer-Markt, den Konsummarkt, ist das halt ausgestorben mit. Also maximal noch ein paar ältere Menschen, die das so gewohnt sind. Ja, aber der Vorteil ist auch nicht nur das Künstlerische, sondern auch, man muss sich keine Gedanken mit einem Weißabgleich machen. Ne? Ihr kennt es ja mit einer Digitalkamera, da stellt man ein Neonlicht, Sonnenlicht, Wolkenlicht. Das merkt man manchmal, wenn man den Weißabgleich falsch einstellt, dass das Bild leicht bläulich wird oder so. Das hat man bei so einem Film nicht. Ne? Man hat halt maximal Taglichtfilme und Sonnenfilme. Ne? Das hat man bei Super 8, falls ihr versagt, so ein Schmalfilmformat, um Videos zu drehen, so eine Kassette, damit konnte man 3,5 Minuten filmen. Da konnte man nochmal einstellen mit Filter, Taglicht und Kunstlicht. Und genau, aber eigentlich sind die Filme immer so auf so ein Mitte-Ding abgestimmt, die normalen, dass man da halt nicht Filterer machen muss, ne? Außer im Studio halt. Aber so Studiensachen sind ja auch noch ganz beliebt. Da sind in 120er Format Filme, das sind so Rollfilme, die sind ein bisschen größer als so eine Kassette, sind da beliebt. Weil man hat halt auch so einen Rollfilm hat, kann man mit so 6 Fotos drauf machen. Oder halt 12, kommt drauf an, welchen Ausschnitt man nimmt. Und da hat man halt ein gutes Mittelmaß an Auflösung und Fotos, die man machen kann. Genau. Ja. So, hat jemand von euch irgendeine Frage? Dann haut ihr einfach raus. Oder wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt oder so. Ja. Genau. Und
wenn ihr mal im Binlab das machen wollt, bei Fotos entwickeln oder sowas, da haben wir auch alles da, die Chemikalien, da könntet ihr einfach auf mich zukommen, also wenn OpenLab da ist, und dann könnten wir das mal zusammen machen, da ist schon eigentlich alles vorbereitet. Und so könnt ihr mal das auch mal ausprobieren. Na, nicht jeder hat das zu Hause, nicht jeder will das Geld dafür investieren, das ist ja auch ziemlich teuer, die Chemikalien und so weiter. Aber man kann es auch billig machen, beispielsweise mit den Kaffee entwickeln gezählt habe. Das ist wirklich nur Kaffee mit Vitamin C und Soda, also Waschsoda, ich glaube Natriumbicarbonat, genau. Und nee, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat wäre Natron, das geht nicht. Und genau. Ja, ich kann euch noch zeigen, habe ich das? Ich finde es gerade nicht. Jedenfalls könnt ihr auch aus einer Getränkedose halt auch eine Lochkamera basteln. Genau. Und wenn ihr mal so normal analog Fotos machen wollt, dann und eine Kamera sucht, dann guckt einfach mal bei eBay oder sowas. Es gibt so neue Kameras, so alt auf neu gemacht, die sind so erneuert, sage ich mal. Da haben die halt schon die Verschlüsse und sowas gemacht. Das müsst ihr nicht direkt kaufen, die sind ziemlich teuer. Einfach bei eBay nach Dachbodenfunden gucken und dann halt vielleicht fragen, geht hier noch, könnt ihr die mal ausprobieren. Genau, und da wäre ein guter Anfang. Ja, eine normale Spiegelreflex wollt, eine Canon A1, die kriegt ihr so um die 100 €, eine gute. Und da ist eigentlich selten was Schwieriges kaputt, der Verschluss oder so. Ich kann ja mal eine holen, ich habe selbst eine. Genau. Das ist eine Canon A1. Ist aus den 80ern, kam die raus. Und das Besondere ist, die ist sogar halbautomatisch, hat eine Halbautomatik. Also die kann selbst einstellen die Belichtungszeit und die Blendenzeit. Die hat auch einen Blendensimulator. Also die Musik, du musst die Blende nicht mehr selbst einstellen. Genau, aber die ist auch ziemlich cool. Die hat auch so einen Schnellspanner hier, das hat ein cooles Flair. Genau. Was halt Beispiel ist mal, dass ja im Spiegel quietscht. Das kann man aber leicht beheben oder die Lichtdichtung kaputt ist, dann macht man halt, habe ich auch, das Klebeband einfach drum, dann hat man die Probleme nicht mehr. Genau. Und hier ist auch gerade ein Diafilm drin, ne? Also normalerweise sind ja die Filme negativ, aber mit so einem Diafilm sind ja halt gleich ein Positiv und man kann sie an der Wand projizieren, aber darum geht es eigentlich heutzutage nicht. Nämlich die Diafilme haben eine sehr, sehr schöne Farbdargebung, die sind sehr farbengetreu, ne? Falls ihr kennt vielleicht noch diesen Windows XP Hintergrundbild, Plis, diese Wiese da, ne? Das war auch ein Diafilm. Das ist ja nicht mal computer animiert, obwohl es so aussieht, aber die Farben, das war glaube ich ein Fujifilm, Arctos oder so, ich weiß gar nicht. Jedenfalls, oder ein Vivia, der ist wirklich sehr farb, der ist, hat wirklich sehr pralle Farben und die sind aber auch nicht so prall, dass sie unnatürlich aussehen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und auch noch eine ältere Variante von der Kamera ist eine Ein-Augenreflex. Die meiste breiteste Kameraart von der Marke war von Rollei, die Rolleiflex. Und hier kann man halt sehen, wie scharf sein Bild ist. Da kann man das so aufmachen. Hier oben hat man einen Sucherschacht und auch eine Mattscheibe. Da sieht man, genau, sieht man das Fenster. Und dann kann man halt auch scharf stellen hier. Wenn man hier oben dreht, stellt man plötzlich unten das Bild scharf. Und dadurch hat man auf jeden Fall ein scharfes Bild, weil vorher war es halt so Point-and-Shoot mäßig. Damit ist es halt nicht so. Genau. So. Und das war es eigentlich jetzt mit dem Workshop. Ich habe alles gesagt. Hab das euch mal so ungefähr gezeigt. Und wenn ihr Anregungen braucht und so weiter, guckt also auch wegen anderen Projekten, was basteln mäßiges, guckt bei Instagram vorbei. Kommt denn, wenn wir wieder offen haben, zu unseren Open Lab Days. Und guckt bei YouTube mal, lasst ein Abo da, also mal up to date seid. Und ich sage euch schon mal die nächsten Termine. Also nächste Woche Mittwoch haben wir einen Online-Workshop mit Illustrator nochmal. Den Mittwoch darauf haben wir einen Workshop mit
den Lasercutter. Und darauf den Mittwoch haben wir einen Workshop mit Siebdruck. Genau. Und das mit Siebdruck und Lasercutter findet im Lab statt. Laserspray, da findet nochmal zu Hause statt. Genau. Oder halt im Lab. Ich weiß gar nicht, wie mein Kollege das jetzt macht. Jedenfalls 16:30 wieder einschalten. Und wir geben wieder vorher so ein paar Infos raus bei Instagram. Und genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Aufs nächste Mal.